Liebe Mitchristen, im Evangelium dieses Sonntags sagt Jesus zu seinen Aposteln, die ausgebrannt und müde waren: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind, und ruht ein wenig aus. Die Sommerferien haben begonnen. Viele fahren in Urlaub. Das Wort Urlaub kommt übrigens von erlauben. Es wird eine Pause erlaubt. Der Mensch ist keine Maschine. Wir können nicht ununterbrochen wie ein Rädchen im Getriebe funktionieren. Arbeit und Erholung gehören untrennbar zusammen. Und manchmal ist dazu ein Ortswechsel sehr gut, eine Reise nötig, dass wir aussteigen können aus dem Alltagsgetriebe und eine Weile nicht erreichbar sind. Es ist einfach gut, einmal abzuschalten und nicht nur den Körper, sondern auch die Seele in der Sonne baumeln zu lassen. Wir brauchen Zeit auch für uns selbst und wir brauchen Zeit für die anderen. Der verstorbene Aachener Bischof Klaus Hämmerle hat einmal gesagt: Keine Zeit für sich selber haben, das heißt sich selbst verlieren. Keine Zeit für den anderen haben, das heißt ihn verlieren und ihn sich verlieren lassen. Nur noch Zeit haben, die keiner braucht, die für nichts und für niemand gut ist, das heißt den Sinn des eigenen Lebens verlieren. Ich wünsche Ihnen und euch allen eine schöne und gesegnete Urlaubszeit.